Ja, Jochen Weber, 3:2 Sieg gegen RW Wittlich im Spitzenspiel der Bezirksliga. Gelungener kann der Start in deiner Abschiedstournee mit der Mosella nicht ausfallen, oder? Ja, definitiv. Wir haben heute ein Riesengeschenk gemacht. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass wir oft Lob gekriegt haben für tolle Spiele mit einer jungen Mannschaft, aber die Spitzenspiele oft knapp verloren haben. Und heute habe ich gesagt, ich habe noch 90 Spiele Zeit, wir müssen anfangen, die Spitzenspiele zu gewinnen, weil sonst bin ich leider nicht mehr da. Und das haben die Jungs heute so aufopferungsvoll gemacht. Zweimal wieder einen Nackenschlag zurück. Wir waren klar die bessere Mannschaft, kriegen zweimal einen Nackenschlag, wo man einfach individuelle Fehler machen, aber das kann man der jungen Truppe nicht vorwerfen und kommen dann so zurück. Ich habe heute den ganzen Tag lang geglaubt, dass wir einfach das Ding drehen und das für uns entscheiden. Mega stolz. Was kannst du denn jetzt nur so als Ziel ausgeben für dich und deine Truppe? Möglichst weiter einfach noch nach vorne kommen oder? Genau, wir wollen auf Platz 3, das ist schwer genug. Da ist Arslan, der ist Satan Hirsch. Wir haben so einen Nackenschlag gekriegt mit diesem E-Rang-Spiel, was wir auch klar deutlich eigentlich gewonnen haben und dann wegen der Schiedsrichterentscheidung das Spiel aberkannt bekommen. Und ich habe gesagt, ich möchte einfach, wir haben jetzt 7 Jahre, wo ich mache, 6 Mal in der Bezirksliga Dritter, dass wir auch dieses Jahr abschließen sollen. Okay, dann.